liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ja, was haben wir heute? Wir haben ein kleines Unboxing wieder und zwar etwas ganz Besonderes, worauf ich schon lange gewartet habe und worauf ich mich richtig freue. Aber ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen, dann zeigen wir es euch mal langsam. Da ist er, der Kraken Vector 5 LSI Pro Kit. Das ist ein 1:5er ja, Desert Buggy, sagen wir es mal so. Die Kit-Version habe ich mir geholt und ich wollte diesen Wagen schon länger haben. Jetzt steht er hier endlich bei mir. Entschuldigung, dass es da ein wenig spiegelt. Aber es geht gar nicht anders, weil der Karton einfach so riesig ist und ich hier nur begrenzt Platz habe, das auszubreiten, die ganze Geschichte. Ja, das ist einmal die Levi Shirley Edition. Das ist der gute Herr da unten. Dem ist der Wagen nämlich nachempfunden. Und ja, ich will euch hier jetzt auch nicht lange mit dem Karton langweilen und den ganz guten mal auspacken. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, es klappt einigermaßen, dass ich die ganzen Teile ins Bild kriege. Ich habe mir das schon mal im Vorfeld angeguckt, das Kit, die Sachen sind riesig bei dem Wagen. Riesig. Also seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Ja, das Problem hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Leichte Platzprobleme hier. Ja, wie soll ich sagen? Das wird ein bisschen eng und deswegen könnte es sein, dass mal ab und zu mal ein Schnitt kommt, aber ich fange einfach mal an. Was haben wir hier? Hier haben wir mal ein kleines Tütchen, was jetzt schon kaum ins Bild passt. Da haben wir einmal hier die... Das packen wir nochmal hin beiseite. Da haben wir einmal den übergroßen Deckel-Sheet von dem Kraken mit ein paar Spare Parts noch. Und ich muss sagen, sieht eigentlich schon mal sehr gut aus. Die Aufkleber sind alle nummeriert und oh Wunder, ich brauche hier nichts ausschneiden. Das ist alles schon vorgestanzt. So, dann geht es jetzt weiter. Dann haben wir hier einmal die Bedienungsanleitung vom Kraken Vector 5. Ja, wollen wir da mal einmal kurz durchblättern. Da ist nichts so Besonderes zu sehen. Da auch nicht. Aber hier kann man sehen, auf welcher Seite die einzelnen Bauabschnitte sind. Da ist auch nichts weiter. Hier sind einmal so bildliche Erklärungen. Und hier geht das dann schon los mit den Diffs. Hier an der Seite, das kennt ihr auch aus vielen anderen Bauanleitungen, das sind einmal die Teile in der Größe 1:1. Wenn man hier sich schon mal das Tellerrad anguckt, das ist echt riesig. Ja, und dann geht das hier so weiter. Da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil diese Anleitung kann man auch sich auf der Homepage von Kraken angucken und kostenlos downloaden. Ja, dann geht's weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir einmal einen weißen Karton. Kann ich auch mal eben euch einmal zeigen, wie der Karton so von innen aussieht. So sieht der Karton von innen aus. Nur mal ganz kurz. Was ist hier in dem Karton drin? Sind einmal die Body Panels drin, wie man unschwer erkennen kann. Nicht lackiert. Die werden einmal schwarz lackiert und dann kommen da die Aufkleber raus. Ich muss mal eben gucken, die Löcher für die einzelnen Karo-Befestigungen sind noch nicht gebohrt. Da muss ich mich dann auch noch dran machen. Das ist einmal die Haube von dem Auto. Ich krieg das selbst, die Teile kriege ich nicht aufs Bild. Die müssen auch noch alle gebohrt werden, aber die sind, glaube ich, schon gemarkert, so wie das aussieht. Aber da muss ich nochmal genau nachgucken. Kann ich so jetzt gerade nicht sagen. Ja, hier, da und hier und da.
Ich denke mal, das wird wohl reichen. Da brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Mal eben die Teile hier verstauen. Ich freue mich richtig, den aufbauen zu können. Das wird riesen Spaß, sag ich euch. Hoffentlich zumindest. Ich weiß es ja nicht. Nachher, was da jetzt drin ist, das zeige ich euch nicht. Das auch noch nicht. Ja, tut mir leid, mein Stuhl, der knatscht immer so ein bisschen. Ich muss euch mal eben noch zurückbringen. So, wie geht das jetzt hier weiter? Hier haben wir hier einmal die Reifen. Ich zeige euch exemplarisch Nummer 1. Der sieht so aus. Also, wenn man so meine Hand da sieht, ist der schon groß. Das ist ein 1:5er Reifen mit 24 mm Aufnahme. Der wird mit Beadlock Ring befestigt. Und ja, das ist soweit dazu. Fühlt sich so, ist sehr, sehr hart und macht so an sich eigentlich einen guten Eindruck. Mal weiter. Was kommt jetzt hier als nächstes? Was haben wir hier in der Tüte? Das ist der Back D. Da haben wir hier die hintere Aufnahme vom Chassis, diversen Kunststoffteilen und den Aluminium links. Die sehen auch sehr dick aus. Auch hier die Platten, aber das ist ja echt. Wenn ihr das hier mal seht, wie dick das Ganze ist, dass mein Daumen, der ist schon nicht dünn. Also, das Ding wird riesig. Ja, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier einmal so einen Benzintank dabei. Gibt auch alle nicht so zusammen, ein bisschen Kunststoffteile. Was auch dazu soweit. Haben wir noch Öle. Einmal für das hintere Rear Shock Oil und Front. Das ist sehr dünnflüssig, muss ich sagen. Einmal 150 und 250. Ein bisschen Fett ist auch dabei. Und Silikonöl für Stiff. 500.000 CST. Also das ist schon eine dicke Pampe, muss ich sagen. Weiter, was haben wir hier noch? Da haben wir bei I. Da ist einmal der Luftfilter zu sehen. Das hier wird das Bremsgestänge sein. Ja. Da, das war soweit dazu. Dann kommen wir jetzt einmal zu Back E. Die Dämpfer. Das sind hier, guck, das ist mein, ja, mein Finger ist nicht sehr ansehnlich, Entschuldigung. Das ist aber mein Finger und die sind richtig dick. Also da gibt es nichts über. Die sind aber mega. Auch wenn man hier sich die Rod Ends anguckt und oben die Köpfe von den Dämpfern, das ist richtig dick. Das waren eben die hinteren. Das hier sind die vorderen Dämpfer. Da ist einmal das gleiche drin, halt nur im Kopf. Oh, mein Spüler knarzt immer so ein bisschen, da muss ich mich für entschuldigen. Da haben wir mal den Frontbumper. Gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Jetzt haben wir hier einmal Back C. Das ist einmal die Lenkungsgeschichte, so wie es aussieht. Mit der Ackermann-Platte und den Kugelköpfen. Auch alles sehr groß und massiv, muss ich sagen. Da ist noch ein Reifen. Den packen wir nochmal beiseite. Back End. Da haben wir mal die Beadlocks und die Mitnehmer. Sind die Mitnehmer mit den Muttern. Dann geht's weiter.
Das kommt noch beiseite. Da haben wir hier einmal die Vorderachse. Das ist einmal Querlenker unten und oben mit den Achsen. Und wenn man sich mal die Querlenker anguckt, die sind auch richtig fett, sind die. Guckt euch das mal an. Die sind mega groß. Also, das ist mal eine Hausnummer. Die packen wir mal auch nicht hier mit auf den Tisch. Dann geht's weiter. Was haben wir hier? Das ist das, ja, Mitteldiff hat er ja nicht. Der hat ja kein Mitteldifferential, der hat ja einen mittleren Teil mit einer Slipperkupplung, der Wagen. Da ist einmal die Kupplungsglocke mit dem mittleren Getriebe. Und die beiden, und die Getriebeplatte mit der Bremse. Wenn man sich das mal anguckt, das ist, kann ich euch jetzt schlecht zeigen, aber wenn man hier mal das durch die Verpackung sieht, das ist, ja, das ist bestimmt, lass es 8 mm sein, 8 bis 1 bis 10 mm, also es ist auch schon mal richtig dick. So, jetzt kommen wir zu dem absoluten Prunkstück von dem Auto. Das ist einmal die Hinterachse. Die packe ich einmal aus und das ist mega, das Teil. Das ist richtig, also wenn man sich das hier mal anguckt, das ist aus dem Vollen gefriest. Das ist nichts zusammengeschweißt, gelötet, geschraubt und nichts. Das ist ein einziges Aluminiumteil. Und wenn man so mal meine Hand drauf hält, also der Mittelteil hier, da kann ich meine Faust fast reinstecken. Also das ist richtig heftig. Sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also ich bin begeistert. Da könnt ihr es nochmal sehen. Sieht noch richtig schick aus. Wenn ihr die ersten Fahrten in der Sicht hat, sieht das Ganze nicht mehr ganz so toll aus. Aber ich gehe mal davon aus. Hört ihr das? Auch hier, wie dick der ganze Kram ist. Also ich bin gespannt. Höchst gespannt bin ich. Ich freue mich so auf den Wagen. Das glaubt ihr gar nicht. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier einmal den Käfig. Und da muss ich euch einmal mit für in die Hand nehmen. Ich habe hier schon die ganzen Teile liegen. Das ist einmal der Käfig von dem Kleinen. Und der ist auch schon riesig. Hier sind noch ein paar Dinger. Die müssen noch alle abgeschnitten werden. Das sind noch vom Spritzen die Reste davon. Das ist einmal der Käfig. Das ist ein komplettes Teil. Und das sieht auch richtig gut aus. Richtig dicker Kunststoff. Packen wir mal auch beiseite. Zack. So, dann geht's weiter. Was haben wir hier? Da haben wir noch ein paar Teile. Oh, mal eben zurückdrehen. So, hier haben wir noch ein kleines Tütchen mit ein paar Werkzeugen und einem Schraubenschlüssel. Ich glaube, für die Muttern soll das mit sein, für die Radmuttern. Und ja, das wird wahrscheinlich in der Gebrauchsanleitung ersichtlich. Da haben wir hier noch einen, ja, Kasten, der kommt irgendwie ans Heck. Keine Ahnung, soll wohl, ist nur so ein Scale-Detail bei dem Auto. Dann geht's weiter, da haben wir noch einmal eine Tüte mit Beatlocks. Das ist genau wie das in der anderen Tüte, da gibt es nicht viel zu erzählen. Dann haben wir hier einmal Back H. Das ist die Receiver-Box. Da ist schon ein An- und Ausschalter dabei. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Obwohl, wenn man den auf... Ja, werdet ihr ja sehen. Das ist einmal Back H. Dann geht's weiter. Da kommt noch ein schwerer Beutel. Da haben wir einmal Back K. Das ist einmal die... Oh, Alter, sind das geile Teile. Guckt euch das an. Das ist heftig. Das sind die hinteren, unteren Linksstangen und einmal die hintere Chassisabdeckung. Die hintere Abdeckung fürs Getriebe. Und ich muss sagen, ich bin sprachlos.
was das angeht. Bin ehrlich gesagt sprachlos. Und das riecht schon ordentlich. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier einmal Bag A, den ersten Bag. Und da habe ich schon mal, konnte ich das nicht warten, da hatte ich die Tüte schon mal aufgemacht, um mir die Differenzialen anzugucken. Erstmal können wir gucken, was da drin ist. Einmal Dämpferbrücke drin und dann eben halt vordere Diff-Gehäuse ist hier drin. Und hier die, wenn man sich mal die Diffs anguckt, also die sind richtig groß. Auch die Mitnehmer, also die Drive Cups, richtig heftig. So, dann sind wir auch schon fast am Ende von dem Speed Unboxing, kann man fast sagen. Und da haben wir hier einmal die kleine Chassisplatte von dem Auto. Richtig massives Aluminium. Ist aber dünner als ich gedacht hätte, aber die wiegt auch schon ganz gut was. Hier mit Ausfräsung, die ist glaube ich auch nicht gestanzt, die ist auf jeden Fall gefräst, so wie sie aussieht. Ja, die ist gefräst, hundertprozentig. Das ist einmal die Chassisplatte. Ja, packen wir alles nochmal auf den Haufen von den Teilen, was wir hier so haben, in Tüten. Und dann zeige ich euch den Riesenhaufen nochmal. Also so sieht das aus. Da haben wir noch ein paar Akkus, die ich noch benutze, die ich gerade neu habe. Die werden noch ein bisschen geladen, da so in der Ecke, so quasi. Und ja, das ist der Haufen an den Teilen. Fahren wir nochmal kurz rüber. Und ich muss sagen, das wird ein Riesenspaß, diesen Wagen zusammenzubauen. Aber vor allen Dingen freue ich mich auch auf diese Hinterachse. Das wird richtig schön. Ja. Das war es soweit zum Unboxing vom Kraken Vector 5 LSE Pro Kit. Ich räume das erstmal wieder alles schön fleißig in den Karton. Und werde mich dann gleich nochmal melden. Und dann geht es weiter mit den Teilen, die ich bei dem Wagen verbauen werde. Und seid gespannt, das wird richtig schön. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt beim Unboxing. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!